Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pokémon Adventure Red Chapter. Ja, ich muss mich immer erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir haben in der letzten Folge das Radrennen abgeschlossen und wir sind ein bisschen am Sack, kann man sagen. Ich guck mal gerade, ob ich hier mal eben zurücksprinten kann. Oh Gott, muss ich jetzt die ganze Strecke... Ja gut, also auf der anderen Seite dürfte ja kein Pokémon-Center sein, deswegen... wir hatten... Nee, wir haben noch keinen dritten Orden. Also es wird eigentlich auch mal so langsam Zeit, dass wir möglicherweise einen dritten Orden uns aneignen, würde ich jetzt mal so vorschlagen. Hi. Ja, ich würde gerne mein Team heilen. Und ich würde vielleicht auch mein Team bei der Gelegenheit ein bisschen umstellen, möglicherweise. Das ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt wirklich so eine Sache. Wasserdrache, Wasserdrache, ja. Das ist halt, nur Tackle und Rage, ey, das ist halt, dieser PC hier, was sagt er denn, zu Relaxo? Relaxo ist Level 25. Was kannst du denn? Lick Belly Drum. Das ist jetzt ja auch nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Remoraid, haben wir hier zwei Voltobälle. Das könnte eventuell nützlich sein. Oder gehe ich erstmal so weiter? Ich glaube, ich gucke erstmal, was uns denn da weiter rechts erwartet, bevor ich hier irgendwelche Entscheidungen treffe. Also, da oben rechts sehe ich ja die Arena. Die muss ja da irgendwo sein. Und hier geht es auch zu der Arena hoch. Aber wie komme ich da... Hä? Wie komme ich zu dieser Arena hin? Ich glaube, irgendwie von einer ganz anderen Stelle. Ich glaube, also die Map scheint hier doch ein bisschen anders zu sein. Ich glaube, von hier komme ich gar nicht zur Arena. Das ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Wir gehen mal hier weiter. Hi. Aha. I'm studying to become an Officer Jenny. Aha. Das ist äußerst interessant. Lol. Was? Okay, es ist schon zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal den guten Grün gesehen habe. Do you want to play as Green? Oh! Ja, also, oh, wir, okay. Das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir mehrere Charaktere spielen können. Wir können quasi ab und an mal hin und her wechseln. Ja, gut. Dann wechseln wir mal. Bonus-Chapter. Green's Tale 1 Chapter. Wahrscheinlich Green's Tale Chapter 1. Okay, ein Bonuskapitel. Vor zwei Wochen. Was hat denn der gute Grün in der Zwischenzeit so erlebt? Ah.
Lavandia. Aha. Okay, wir sollten unser totes Pokémon beerdigen. Wie sieht denn so unser Team aus? Haben wir nicht. Was ist hier denn los? Ey. Hi. Guten Tag. Was? Ein Stranger? Ich bin kein Stranger, ich bin grün. Guten Tag. Ja, wie sieht denn meine Zukunft so aus, Frau Wahrsagerin? Ja, ich bin ein Pokémon-Trainer, das ist richtig. Ernsthaft? Wow, nice one. Das ist ja eine echt geile Zukunft. Hi. Ja, bitte einmal mein Team heilen. Verdammt. Ich dachte, ich könnte vielleicht so herausfinden, wie viele Pokémon ich im Team habe. Okay. Hi. Okay, wir sind mega freundlich. Ich sehe das schon. Ey. Du dürft ihr mal bitte gerade vorbei. Oh mein Gott, du hast mein Dodo gefunden. Oh, das Dodo wird langsam alt. Sehe ich auch so. Könnten Sie Ihr Dodo bitte da wegnehmen? Das wäre echt super. Kue, kue. Aha. Samuel Oak. Ja, das könnte möglicherweise daran liegen, dass ich Green Oak bin. Aha. Ja. Ja, wenn ich ihm nicht ähnlich sehen würde, das wäre ein bisschen belastend, sag ich mal. Also, das ist, Mr. Fuji? Ach, das ist Mr. Fuji! Ja, moin! Haben Sie zufällig eine Poké... Nee, Moment. Die ist ja für mich, also rot, bestimmt. Ach ja, erstmal, Das sehe ich auch so. Wir gehen erstmal zu Mr. Fuji nach Hause. Boah. Oh. Erstmal schön unterstellen, erstmal schön trocken werden. Läuft. Ja, okay. Wir übernachten heute bei Mr. Fuji. Ah. The next day. Haben wir, okay, er hat ja jetzt nicht wirklich sowas wie ein Schlafzimmer, Gästezimmer, was auch immer. Wir haben einfach hier gepennt. Kann man mal machen. Und wo ist das Dodo? Was? Sein Dodo ist gestorben? Ach ja, der Dodo. Ja, aber warum sind wir eigentlich hier? Möchte er wissen. Hier gibt es eigentlich keine Touristenattraktionen oder Trainer. Und Grün möchte hier sein Radikal beerdigen. Das Radikal wurde auf der MSN verletzt und er hat es hier rechtzeitig ins Pokémon Center geschafft und jetzt ist es tot. Das ist schrecklich. Oh Mann, ja, das ist natürlich auch immer eine beliebte Pokémon-Geschichte, dass
auch in den normalen Spielen Pokémon Rot, Pokémon Blau, dass wir quasi der Grund sind, wieso dieses radikal gestorben ist und er es dann nicht mehr im Team hat und warum er. Das, die Geschichte kennt man. Die Geschichte kennt man. Aha. Und der Pokémon-Turm, der wird hier von Geistern heimgesucht. Ja, das, ne? Geister gibt's doch gar nicht, so ein Schwachsinn. Ja, aber Mr. Fuji ist da offensichtlich anderer Meinung. Aber Grün möchte sich davon nicht aufhalten lassen. Er geht in diesen Turm, um sein Radikal zu beerdigen, sein weibliches Radikal und, ja, wird sich da nicht von irgendwelchen dämlichen Geistern aufhalten lassen. Das ist ja aber ja so ein Geister. Ich glaube, es geht los, ey. Geister. Wo kommen wir denn da hin, Geister? Also, hier sind wir mal ehrlich, ist ja so ein Schwachsinn. Hi. Du schon wieder. Das ist ja. You will pay. Ja, you will pay. Hier ist ein Item. Sollte ich dieses Item aufnehmen? Also, die Sache ist, wir kommen hier ja mit Rot später noch hin, ne? Wenn ich dieses Item jetzt mit Grün aufnehme, habe ich das, also kann ich das dann mit Rot nicht mehr bekommen? Das ist eine sehr interessante Frage. Was? Red found Super Potion? Okay, da haben die Entwickler scheinbar etwas Kleines übersehen. Ich habe gerade einen Supertrank aufgesammelt als Rot. Okay. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich habe gerade für Rot einen Supertrank aufgesammelt, obwohl ich gerade blau bin. Aber anders lässt sich das hier im Spiel nicht umsetzen. Okay, ich hätte das wahrscheinlich einfach nicht aufsammeln sollen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Raida. Glutexo, let's go. Okay. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Glutexo merkt es auch. Aber hier gibt es keine Geister. Hier ist nur irgend so ein Spacko. Was? Was? Oh mein Gott! Ah! Okay. Das, irgendetwas ist mit Grün passiert. Hab ich jetzt echt, wie viele Supertränke? Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, hatte ich vorher nur einen Supertrank? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, okay. Irgendwas ist mit Grün passiert. Irgendwas ist mit Grün passiert. Aha. Ein Ei. Oh, Moment. Sekunde. Ein Ei. Ich muss mal gerade kurz Platz... Nein, jetzt muss ich schon wieder zu... Oh, Gottes Willen. Laufen. Laufen. Los, Rot. Lauf. Dauert ja zum Glück nicht so lange. So, wir haben ein Ei. Was wir bekommen, das wir natürlich auch sehr gerne ausbrüten. Dani, komm, Leani, komm mal rein her. Hier ist so, Place. So. Leani bekommt mal ein bisschen Urlaub. Muss ja auch mal sein. Hart arbeitende Pokémon verdienen Urlaub. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Pokémon-Eier, die man geschenkt bekommt, die haben ja immer sowas Mysteriöses. Was könnte da drin sein? Was könnte es für ein Ei sein? Ist es vielleicht ein Kangama-Baby? Ein zweites, man weiß es nicht. Ist es ein Togepi? Ist es ein Meryl? Ist es ein Pikachu? Ein Pichu? Was auch immer, man weiß es nicht.
So, nein. Hi. Ich hätte gerne das Ei. Ein Weird Egg. Oh, ein Mysterious Egg. Dankeschön. Wir haben ein Ei. Es ist leicht bläulich, okay? Route 12. Hi. Es ist am Stürmen, es ist am Regnen. Route 12. Hä? Warte mal, aber was ist denn jetzt mit Major Bob? Wie komme ich denn jetzt zu der... Hä? Lol. Ach, das ist ein Trailer. Ja, moin. Alles klar, können wir noch ein bisschen kämpfen hier. Hä? Wie komme ich denn... Ich glaube, das muss ich noch ausgehen, irgendwie nachgucken. Irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht. Eine Nidorina. Nidorina. Oh nein, ich werde gebissen. Eieieiei. Aua. Schmerzen. So. Wir werden es mal hiermit beenden. Schön, das gab gute Erfahrung, mein Freund. Guter Kampf. Richtig schön viel Geld. Geld kann ich immer gebrauchen. Wie komme ich zu der Arena von Major Bob? Oder soll ich da jetzt noch gar nicht hin? Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache gerade oder so. Oder habe ich den Eingang irgendwie verpasst? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht. Hi. Nein. Thunder Type ist stronger als Water Type. Ja. Was haben wir hier? Terrano Tips. Wo bin ich gerade, sag mal? Eine Blutzug. Aha. Oh, das könnte man eigentlich gut als Training gerade nutzen. Das würde auf jeden Fall für Dani ein Level Up bedeuten. Dragon Rage. Wow, Dankeschön. Dankeschön. Erstmal paralysiert werden, das finde ich gut. Dankeschön. Konfusion. So, das sollte eigentlich ein Level Up sein. Nein, ist es nicht. Ah, belastend. Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich, glaube ich, auch nicht weiter, oder? So. Shiat. Hi. Ja, danke schön, dass wir hier Pokébälle erklärt werden. Das ist ja okay. Hier sieht es auf jeden Fall. What the fuck? Was ist das denn hier? Okay, ich bin quasi da. Okay. Was haben wir denn hier für ein Haus? Guten Tag, du siehst aus wie ein Angler. Das für mich irgendwas ist so schade. Ne? Geschenke nimmt man doch immer gerne an und so. Bist du ein Trainer? Du bist ein Trainer. Okay, dich können wir gerade auch wegmachen. Hallöchen, du hast drei Pokémon. Ein Carpador Level 7. Wieso? Ich frage gar nicht erst. Nein, ich frage gar nicht erst.
Razor Leaf. Das hat's überlebt. Ach, Gottes Willen. Ja, Carpado, du bist ganz toll. Da sind wir uns alle sicher. Ich bin begeistert, aber du bist jetzt down. Ja, ich möchte tatsächlich mal wechseln, weil ich möchte, dass Dani noch das Level abbekommt. Und ich glaube, dieses Enton, das ist doch quasi perfekt für ein Level Up. Ne, hier nichts disablen. Nix disablen, Freunde. So, der wird euch jetzt bestimmt mein Bite disablen, deswegen gehe ich auf Dragon Rage. Oh nein, mein Biss wurde disabled. Was soll ich nur tun? Drachenwut! Ja, liebe KI, du bist ein bisschen vorhersehbar. So, Level 24, perfekt. So, ein Goldini, da kann ich dann auch wieder zurückwechseln. Goldini! Level 20, sehr gut. Super Sonic, nein. So fangen wir hier gar nicht erst an. Mein Freund. Nee. Ach, Bisasam ist halt schon wesentlich angenehmer als Bisasam. Muss man einfach mal so sagen. Ach, komm schon. Come on! Nein. Na, oh, sehr gut. Ich habe lieber Angst, das war wohl nichts, ne? Fast sogar ein Level Up für Bisasam. Was hat der für ein Problem, ey? Shut up! Ja, okay. So, sind wir... Das hier ist der Friedhof von Lavandia, aber wo ist Lavandia selber, wo wir eben waren? Hi. What? Das ist unsere Mutter? What? Was macht unsere Mutter hier? Ja, das ist eine gute Frage. Delia? Wer ist... Okay. Ja, ich bin rot. Das ist richtig. Delia. Wer war nochmal Delia? Miss Ketch. Nein. Wow. Nein. Das ist die... Ernsthaft, Entwickler? Ernsthaft? Ja, ciao, ne? Alter! Ja, alles klar. Es, Vater Pete ist gestorben. Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall genauso passiert. Im Krieg. Ist sowas Ähnliches im Manga passiert? Ich bin mir da nicht so sicher. Das war so klar. Es war einfach so klar. Hat Miss Ketchum nicht einen Sohn? Ja.
Oh, was? So, nee, ich muss ganz dringend los. Ich muss ganz dringend los. So, tschüss. Gut, ich würde mal sagen, wie sollen wir jetzt hier gerade so komische Grafik? Vielleicht gehen wir gerade in das Haus rein und wieder raus. Ah, passt. Alles da. Gut, dann würde ich mal sagen, ich stelle mich mal hier neben dieses Schild. Right, so. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben das Bonuskapitel mit Green durchgespielt und haben hier erfahren, dass es in dieser Welt auch eine Miss Ketchum gibt, die möglicherweise einen Sohn hat und dessen Mann im Krieg gestorben ist. Es ist also großartig. Brillant. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Pokémon Adventure Red Chapter. Und wo zum Henker ist Major Bob's Arena? Haut rein, bis dann und ciao.